Natürlich ein großes Ereignis, immer was ganz Besonderes. Nochmal eine Nummer drauf als ein normales Länderspiel. Eine Chance natürlich immer, ja, irgendwie mit einer Medaille wieder nach Hause zu kommen. Ich meine, der Traum ist nach wie vor da bei uns allen. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle sehr drauf. Wir sind nach wie vor ein junges Team, muss man sagen. Und da haben uns andere Nationen nach wie vor die Länderspiele voraus, die Erfahrung voraus. Teilweise auch einfach wirklich in der Bank weg Weltklasse-Leute oder im Team. Und dementsprechend sind wir natürlich nicht die Top-Favoriten. Die letzten Jahre sind wir einen guten Weg gegangen und den wollen wir weitergehen. Ich finde auch, dass wir auch im letzten Jahr einen Schritt nach vorne gemacht haben. Man merkt jetzt einfach auch, dass die internationale Erfahrung, die viele von uns sammeln dürfen, sei es in der Champions League oder eben auch in den anderen internationalen internationalen Wettbewerben, dass das uns einfach enorm stärkt. Spanien wird sicherlich ein harter Brocken. Allerdings glaube ich, dass in Montenegro natürlich auch so eine Unbekannte eben darstellt gegen Polen. Das ist immer erstes Spiel eines Turniers, erstes Spiel nach einer Vorbereitungsphase. Das ist immer besonders. Also von dem her, eigentlich ist es Wurst. Wir gehen in jedes Spiel so rein, dass wir sagen, wenn wir alles abrufen, dann werden wir Siegchancen uns erarbeiten und hoffentlich so viele wie möglich nutzen.